Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Mario Kart 8 der Lachs mit dem Barry. Hallöchen. Guten Tag. Ein guten Tag, wie geht's denn? Ja. Ja. Ist mal wieder ein bisschen weiter hier, mal rumkarten hier. Ich habe gerade übrigens nachgedacht, ob die irgendwann mal auf den Trichter kommen, mal den Mario Kart 10 gleich zu machen. Also die machen dann Microsoft Boot und machen dann nicht ein Windows 9, sondern machen dann halt, nachdem sie Mario Kart 8 und Mario Kart 8 Deluxe rausgebracht haben, vielleicht direkt Mario Kart 10. Überhaupt nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er das irgendwie Super Mario Kart. Ich kann es mir auch vorstellen. Also Super Mario Kart könntest du nicht nennen, aber dass er das irgendwie so ein bisschen, dass er keine 10 dahinter machen müssen. Mhm. Dass sie einfach dann wieder von 0 anfangen, also von 1 anfangen an der Stelle. Ja, das kann auch natürlich sein, ja. Kann es gar nicht einschätzen tatsächlich, wie es aktuell so gedacht ist, weil die haben jetzt auch bei den Mario Partys, hast du auch den Eindruck, die machen jetzt auch kein Mario Party 11, 12, 13, wie auch immer was an der Stelle. Und die gehen jetzt auch auf die Superschiene, so in Anführungszeichen. So, also, ja. Oh, bin mal gespannt. Aber ich denke. Ist ja auch Jacke wie Hose, wie es heißt. Also ja, Hauptsache ist immer noch Mario Kart. Wobei sie eigentlich fast schon Nintendo Kart mittlerweile dazu sagen können, aber Mario Kart ist halt besser erkennbar als Branding sozusagen. Würde ich sagen. Ja, das wäre ziemlich dumm. Also, das, ja. Wenn die das jetzt wirklich Nintendo Kart umbenennen würden, das wäre ziemlich dämlich. Ja, denke ich auch. Das wäre so, als wenn FIFA sich auf FC umbenennen würde. Aber gut, muss es. Aber das nee, das wird weiter Mario Kart heißen. Ja. Ich frage mich, ob das dann wieder so ein typischer Startertitel wäre, quasi für die nächste Konsole. Also dann sagen, so wir haben übrigens jetzt als Startertitel dann direkt das nächste Mario Kart. Wenn Nintendo schlau ist, ich meine, die haben ja die letzten 2 Jahre fast nichts rausgebracht, dann müssten sie das Spiel eigentlich schon fertig in der Schublade haben. Stimmt eigentlich, ja. Mitsamt aller DLCs vorprogrammiert für die nächsten 3 Jahre. Ja. Von daher. Das wäre auf jeden Fall ein System-Seller. Was ist das denn für ein Raumzeller? Was ist hier? Ich habe halt einen regionalen Raum gesucht und dann kamen halt die ganzen Franzosen. Was soll ich machen? Ich bin Erster. Das wäre einfach schlecht geworden, weil wir das nicht mehr so oft spielen. Also ich bin jetzt Erster geworden, also ich bin zufrieden. Ja, du. Ja, feiner Herr. Hier, guck mal. Switch-Spieler. Ah ja, sechster Platz. Du hast ja gar nichts zu meckern hier. Was willst denn du hier? Immer noch Europa League, glaube ich. Solange ich nicht Siebter werde und in die Conference League muss, ist alles gut. Mhm. Ja, aber ich bin jetzt auch, sag ich mal, gut beschäftigt mit dem, was jetzt so im Oktober und so an Spielen rauskommt. Und auch allgemein jetzt noch bis Ende des Jahres noch rauskommt, sei es Switch oder sonst wie auch immer an der Stelle. So, boah, ich bräuchte einen Klon oder zwei. Also langsam an der Stelle. Kommt ja auch noch das Indiana Jones Spiel raus irgendwann, ne? Da freue ich mich auch drauf, aber das werde ich wahrscheinlich verschieben müssen. Ja, da bin ich auch eigentlich, freue mich darauf, weil wir haben, wenn ich überlegen müsste, an der Stelle haben wir schon echt lange kein Spiel mehr gehabt in Richtung Indiana Jones. Aber der Zeitpunkt ist auch genial, weil gerade kein. Erzähl mal. Das klingelt hier irgendwer wie bekloppt, wahrscheinlich jemand, der ein Paket hat. Egal, ich gehe nicht raus. der Zeitpunkt ist ziemlich schlau gewählt, ob zufällig. Okay. Ey, was ist denn da los? Paketbote, ich gehe nicht raus. Ich war hier Mario Kart, ja. Das gibt's ja hier. Der Tibi ist ja noch da, oder? Ja, ich glaube, okay. Die ist jetzt sauer auf mich, weil sie jetzt wegen mir rausgehen muss. Jetzt soll das Paket einfach da hinwerfen und fertig. Ja, eben. Wo war ich? Guter Zeitpunkt, ja, Indiana Jones. Ja, genau, ein guter Zeitpunkt, weil Uncharted, Sony ist ja immer so, die haben hier. Das regt mich übrigens an Sony richtig auf. Ich weiß nicht, welchen Marketing-Kalkül die dahinter haben. Kann auf jeden Fall kein Schlag. Dass sie immer irgendwelche Reihen haben, die sind dann mega beliebt, 3-4 Spiele und dann zerstören sie die selber. Ja, verstehe ich. So wie Uncharted, wie Infamous, wie keine Ahnung, God of War haben sie jetzt ja wiederbelebt, aber es gibt halt einige Reihen. Ja, ich glaube, God of War ist jetzt, glaube ich, ein richtiger. Nicht zu sehr ablenken, sonst vergesse ich das Kernthema. Ja. Jedenfalls kein Uncharted und aktuell Tomb Raider auch erstmal in der Planung. Mhm. Und das, stell dir mal vor, die würden das rausbringen, während ein Tomb Raider oder ein Uncharted-Spiel rauskommen würde. Das wäre Selbstmord. Da im Moment bei beiden Spielreihen Pause ist, ist das eigentlich ein ziemlich, wahrscheinlich nicht absichtlich, gut ausgewählter Zeitpunkt, um so ein Spiel rauszubringen. Hm. Weil Uncharted, Tomb Raider und Indiana Jones, das werden mich Leute dafür hassen, aber es ist mir egal. Ist ja im Prinzip alles das Gleiche, von daher. Ja. Nee, der eine ist ein Mann mit dem Hut, der andere ist ein Mann. Die andere Frau. Oder die andere. Ja, sehr gut. Ja, aber. Das wäre mal geil, so ein Spin-off mit allen dreien. Das wird niemals passieren. Oh, ich weiß, aber das wäre geil. Ein Wettrennen der Archäologen an der Stelle. Ja, so.
meinetwegen auch nur als Anime oder Comic, oder ich würde das richtig feiern. Als Comic wäre das eigentlich ganz cool, so nebenbei, obwohl ich weiß nicht, ob heutzutage Comics noch wirklich so ankommen, wie so zu unserer Zeit noch an der Stelle. So, ob das jetzt noch so der... Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, in Amerika und Japan ist da der Markt größer, die hier lesen. Ja, also viele doch, Manga. Richtig, ja, denke ich auch, ja. Hat die... Oh ja, da hätte ich mal Bock drauf. Es wird niemals passieren. Also ich mache mir da nichts vor. Nein, leider nicht. Bin ja eh schon bei Smash Bros. Begeistert, dass sie es zwischendurch mal hingekriegt haben, Banjo-Kazooie und hier Solid Snake und sowas reinzubauen an der Stelle. Oh, Solid Snake, stell dir mal vor, dann suchen die drei Typen dann den Schatz da und dann hörst du auf einmal so ein Code. Arkan! Arkan! What Twitter they're after? It's Metal Gear! Can't find any sequels, all I can. Or the Pentagon, none of the machines. Ich würde mich totlachen. Ehrlich. Die alten Azteken haben damals schon Metal Gear entworfen. Metal Gear Rain, Metal Gear Steel. Die Vorstellung, Alter. Und du musst dann als Snake, musst du dann die... hijacken, wenn das Film geben würde. Und als Snake musst du die dann an der Stelle sabotieren, damit sie es bloß nicht finden, weil du willst kein neues Metal Gear an der Stelle irgendwie auf dem Markt haben oder wie auch immer. Ja, du musst erstmal rausfinden, was überhaupt deine Mission ist. Dann würdest du irgendeinen Präsidenten retten, der würde sterben und dann wäre deine Mission die Geisel zu retten, wie in jedem Spiel. Das ist echt... Oh, apropos hier, Metal Gear. Da kommt ja Snake Eater als Remake raus an der Stelle. Willst du es dir holen? An keiner Stelle. Jetzt müssen die Leute ganz, ganz stark sein. Jetzt kommt's. What a thrill. Ich mag Metal Gear Solid 3 nicht. Magst du nicht? Also was heißt, ich mag es nicht, das ist übertrieben, aber ich finde Metal Gear Solid 1 geil, ich finde Metal Gear Solid 2 geil, ich finde Metal Gear Solid 4 geil. Mhm. Metal Gear Solid 5 ist Schmutz und Metal Gear Solid 3 ist okay. Mhm. Also Teil 3 ist bei vielen der beliebteste, aber... Ja, ich denke... Okay, ich bin einfach direkt und sage, was ich denke. Ja, verstehe. Die Story des Spiels ist so verworren und so komisch, dass das Spiel für mich quasi keine Story hat. Und deswegen interessiert mich die Vergangenheitsstory auch nicht. Und ja, deswegen kann mich Teil 3 irgendwie nicht so hooken. Ist natürlich ein geiles Spiel, klar. Aber weiß ich nicht, ich finde halt 2 und 1 und 4 besser als 3. Mhm. Und ja, ich habe jetzt in dieser Edition, da ist Teil 3 auch drin, wenn ich den mal spielen wollen würde. Mhm. Ja, 4 ja, nee. Ist doch schon ins Geil. Ja, ich erinnere mich nur, dass ich den Walkthrough gesehen habe von 4 und ich war schon begeistert von... Ihr war mega geil, von dem eigentlich nicht mal so großen Timeskip, aber plötzlich sah Snake einfach 40 Jahre älter aus an der Stelle. Ja, wegen dem... Wegen den... Nanomachines, Son. Da gibt es auch dieses eine Video, die Story von Metal Gear Solid zusammengefasst. Ja. Dann ist da irgendjemand, der einfach 2 Minuten Nanomachines, weil der schneidet an. Ja, das ist so geil. Metal Machines, Metal Gear. Metal Gear. Ja, ich weiß nicht, was der Kojima alles hier geraucht hat, ey, für die Story, aber Wahnsinn, was er so... Ach, was der für Death Stranding geraucht hat. Das ist auch so. Das Spiel war ja geisteskrank, also jetzt im nicht positiven und nicht im negativen Sinne, sondern einfach... aber einfach nur strange. Das mal 6 Stunden gesehen, dachte ich mir, was will der von mir? Ich bin jetzt ein Paketbote und ja, den Rest erzähle ich jetzt hier mal nicht, aber... Ja, aber auf jeden Fall sehr verworren, sehr komisches Zeug an der Stelle. Wobei ich das auch bei Nier Automata sagen muss an der Stelle. Habe ich aber auch nur ein paar Stunden drin gespielt, aber ich hab's... Das sind wie soll ich sagen, Stories, wo du mehrere Playthroughs brauchst, damit du die richtigen Endings hast, damit du den Gesamtkontext verstehst. Und manchmal gibt es auch Joke-Endings und sowas an der Stelle und dann, schon interessant manchmal, wie die Entwickler da so rangehen bei solchen Spielen. Ja, ich finde Story in Videospielen sowieso ein schwieriges Thema, weil das schwierig, ja. Bei vielen Spielen works. Ich meine, Videospiele sind echt gutes Medium für Videospiele, für Storys ja, zu erzählen an der Stelle. Die meisten Storys sind Grütze. Ja, viele. Das stimmt. Ungefähr 98%. Ja. Dann gibt es dann die paar wenigen, wo ich dann auch sage an der Stelle, okay, das war jetzt eine richtig... Mario Kart, das hat ein richtig gutes Story. Es gibt 4 Cups, du musst die gewinnen. Dann kannst jemanden ärgern. Aber du fandest doch Metal Gear Solid geil, also erzähl jetzt nichts. Also, wie gesagt, es gibt Leute, die finden die Metal Gear Story total geil und sind hyped und ultra Fans. Es gibt Leute, die sagen, ja, auch die Story, ja, ist ziemlich Banane und das Spiel ist einfach geil und ich zähle mich zuletzt. Ja, gut. Bin einer von denen, wo ich sage an der Stelle, okay, da gehört so ein bisschen das Gesamtpaket dazu bei Metal Gear, finde ich irgendwie so an der Stelle. Also, das ist so.
kannst ja nicht nur aber die Story so... Je älter man wird, desto irrelevanter ist einem die Story in Videospielen. Mhm. Ich glaube, ein Rennen haben wir jetzt noch, ne? In diesem Part. Ich glaube, ja. Ja. Aber holst du dir den Metal Gear Solid? Also, wenn es für einen PC... Wenn es für einen PC rauskommt, dann wahrscheinlich. Weil ich habe es noch nie gespielt. Ich kann noch nichts dazu sagen. Ich hab ja, es ist ein gutes Spiel. Das spielt... ohne jetzt viel zu erzählen, greift die Vergangenheit von Metal Gear Solid vom Original. Mhm. Weil Snake... Boah, wie heißen die anderen? Liquid und... ich weiß den Namen des anderen aus dem zweiten Teil gerade nicht. Sind ja alles nur Klone vom Original und im dritten Teil spielst du halt den Original Snake. Und das Einzige, was ich noch weiß vom dritten Teil, dass du an der Stelle Ocelot, Revolver Ocelot triffst. Noch in seiner jungen Form, noch wenn er jung ist. Genau. Ja. Ist cool. Metal Gear Solid 3, wie gesagt, ist bei vielen der Liebling der Reihe, aber. Hm. Also den fünften habe ich zum Beispiel nie gespielt. In Fenton, ja, das Fenton ist Müll, Film. Vergiss es. Da hat mitten in der Entwicklung ist Kojima gegangen und das merkst du. Okay. Das ist kein Stealth und Open World funktioniert nicht. Nee, und der vierte, den fand ich nur geil, was ich gesehen habe vom Walkthrough her an der Stelle. Und genauso 1 und 2, die fand ich einfach nur geil, die drei Teile. Und zu 3 habe ich eigentlich relativ wenig Erfahrung, außer hier den Song. Die Leiter, der Song ist richtig gut. Snake die Leiter-Szene, also sprich, wo man sie dann auch nochmal anscheinend hört, so ein bisschen so gedämpft. Und das, halt Revolver Ocelot an der Stelle da anscheinend, mehr weiß ich gar nicht. Ja, kann man auf jeden Fall mal spielen, ist kein schlechtes Spiel. Okay. Ich hasse diesen Raum. Ich hab mich auch jetzt vorhin gestoßen, weil ich jetzt hier nicht wirklich an der Stelle, du warst jetzt genau auf dem Booster. Aber ja. Ne, wenn es auf dem PC rauskommt, dann gerne. Ich muss jetzt nur mal vielleicht mal gucken, dass ich vielleicht nochmal wieder meine Grafikkarte aufstocke. Ich wollte gerade sagen, hast du deine Grafikkarte schon aktualisiert? Weil sonst kannst du ja 3 auch dafür unseren Kanal gerne machen. Kann ich gerne machen, aber ich muss meine Grafikkarte aufbessern. Das ist so ein auf dem Weihnachtswunschzettel sozusagen. Okay, verstehe. erstmal warten aufs 13. Gehalt und dann reden wir weiter. Naja, aber habe ich sowieso vor, weil nächstes Jahr kommt das nächste Monster Hunter raus. An der Stelle, da wird man mich auch eine Weile hassen, weil ich werde dann nur noch Monster Hunter spielen für ein halbes Jahr oder sowas gefühlt. Wird dich dann nicht waschen und nur noch. Ja, nee, nicht waschen, nicht arbeiten, gar nichts. Ich bin nur noch Monster Hunter. Alles andere sind Details, so wie Arbeiten und so und Zähne putzen und sowas. Ja, nee, Monster, da hätte ich jetzt ja eh keine Zeit mehr zu, aber ich habe es immer nicht gemacht, weil ich dachte, oh Gott, da wäre ich wahrscheinlich zu süchtig und zu viel Zeit. Ja, es ist ein Spiel, was farmig ist an der Stelle. Muss viel. Es ist nicht wie bei einem typischen Dark Souls oder sowas, wo du dann einfach sagst, okay, du besiegst einen Boss einmal, nachdem du ihn einmal verstanden hast. Du musst dann halt den Boss 2-3 Mal liegen. Also die jeweiligen Monster, damit du die Materialien kriegst für die Rüstung, für die Waffen, wie auch immer. Also das. Hatte dann schon quasi aus in erster Erfolgserlebnis, okay, jetzt habe ich den einmal gelegt, weiß, wie er funktioniert. Mhm. Und dann gehst du raus aus der Mission, gehst wieder in die Mission rein, musst dann halt. Aber es gibt doch kein PvP in dem Spiel, nee, ne? Das ist ein reines PvE-Ding. Aber musst du denn die beste Rüstung haben, um weiterzukommen im Spiel? Oder ist das dann quasi Endgame? Nicht, nee. Das ist einfach nur Optimierung. Oder nur sammeln und gammeln. Nein, das ist quasi deine Optimierung von deinem Set oder von der Spielweise, die du haben willst an der Stelle. Also je nachdem, was für eine Waffengattung du nimmst und so, nimmst du halt bestimmte Fähigkeiten mit und die sind auf bestimmten Rüstungen drauf und du optimierst halt im Laufe der Zeit so deine Stärken nochmal an der Stelle. Ja, aber bloß Stärken optimieren. Optimiert mal unseren Subscriber-Account an der Stelle. Was ist da los? Wir brauchen mehr. In dem Sinne, wir machen dann mal Schluss für die Folge. Sehen euch beim nächsten Mal und kuriose Themen mit den Boomern. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.